Was zu tun, wenn du einen Industriemeister machen möchtest mit deiner Fachrichtung, obwohl du einen anderen Beruf gelernt hast? Darüber sprechen wir in diesem Video. Es kommt immer wieder vor, dass Leute einen Beruf gelernt haben, beispielsweise sie haben Industriemechaniker gelernt und sie entscheiden sich dann irgendwie den Industriemeister Mechatronik zu machen oder den Industriemeister Elektrotechnik. Oder vielleicht genau andersrum, sie haben Industriemeister Elektrotechnik, sie haben einen Elektriker gelernt und möchten dann Industriemeister Metall machen. Es kann auch sein, dass du vielleicht einen Migrationshintergrund hast, das heißt, du hast im Ausland mehrere Jahre gearbeitet, hast da auch eine Ausbildung gemacht, die wurde vielleicht nicht anerkannt hier. Dann arbeitest du in Deutschland schon einige Jahre und möchtest dann den Industriemeister machen. So, wie machst du das Ganze? Es gibt ja eine sogenannte Prüfungsordnung für alle Industriemeisterfachrichtungen und da gibt es diesen Paragraph 3, die Zulassungsvoraussetzung. Wann darfst du einen Industriemeister machen? Ja, entweder brauchst du eine abgeschlossene Berufsausbildung, ja, genau in der Fachrichtung, die du da machen möchtest, oder du brauchst einen anerkannten Ausbildungsberuf, einen Abschluss da und brauchst Berufserfahrung. Oder wenn du einfach gar keinen Beruf gelernt hast, brauchst du eine 4-jährige Berufspraxis. So, und wenn du dich jetzt das anmeldest bei der IHK, dann wollen die ja überprüfen, ob du die Zulassungsvoraussetzung erfüllst. Und wie machst du das? Du gehst zu deinem Arbeitgeber und brauchst von deinem Arbeitgeber ein Schreiben. Also ein selbst erstellter Lebenslauf reicht da nicht. Du brauchst wirklich von deinem Arbeitgeber ein Schreiben, der dann bescheinigt, Herr Max Mustermann, ne, Fantasiename, der Max Mustermann ist bei uns tätig seit dann und dann und ist mit diesen Aufgaben betraut. Und das gibst du dann bei deiner IHK ab oder auch beim BAföG-Antrag gibst du ab und damit hast du den Nachweis, dass du diese 4-jährige Berufspraxis hast. Und jetzt möchte ich dir ein paar Tipps geben. Was sollte denn da so drinstehen? Also, wenn du Industriemeister Metall werden willst, sollten da so Schlagworte drinstehen wie Mechanik, da sollten so Schlagworte drinstehen wie Instandhaltung. Also, wenn da nur drinsteht, dass du Anlagenführer bist, dann zählt das nicht. Wenn aber das Thema, das Wort autonome Wartung, das ist einfach ein Teilbereich von der Instandhaltung, wenn das da drinsteht, dann funktioniert das wieder. Da muss irgendwas drinstehen, was mit dem Metallberuf zu tun hat. Und jetzt machen wir ein Beispiel, du bist Anlagenführer und bist kein Instandhalter bei dir. Ja, wie funktioniert das denn? Ja, dann sollte in deinem Schreiben vom Arbeitgeber stehen, Herr Max Mustermann ist bei uns als Anlagenführer beschäftigt seit 7 Jahren. Seine wesentlichen Aufgaben, Tätigkeiten sind Anlageführung, Qualitätskontrolle, bla bla bla. Und dann muss da irgendwo noch das Thema Wartungstätigkeiten stehen. Er führt selbstständig autonome Wartung durch. Und das ist der Schlüssel, womit du die Zulassung bekommst. Ja, da muss das Thema drin stehen. Das Ganze gilt für Logistik, für Mechatronik, aber auch für Elektriker. Da, du kannst Anlagenführer sein und trotzdem den Industriemeister Elektrotechnik machen. Du brauchst halt nur irgendwie ein Schlagwort, womit die IHK weiß, okay, der hat elektrische Tätigkeiten bereits durchgeführt. Ja? Und das kriegst du von deinem Arbeitgeber. Dann kannst du gerne dazu noch einen tabellarischen Lebenslauf machen, obwohl der ist zweitrangig. Was die wir haben wollen, ist ein Schreiben von deinem Arbeitgeber, Stempel, Unterschrift. Und das ist der Beweis, dass du die Zulassungsvoraussetzung erfüllst. Wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast als Metallberuf und willst den Industriemeister Metall machen, Haken dran, dann brauchst du es nicht. Aber wenn du diesen Umweg machen willst oder willst vielleicht solche Fachrichtung wechseln, dann brauchst du den Nachweis. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du Industriemeister werden kannst, Metall, Mechatronik, Elektrotechnik, Logistik oder was anderes noch, melde dich bei uns www.bildungsfabrik-online.de. Wir quatschen drüber. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.